Man kann einfach keinen Superheldenfilm machen, ohne sich bis zu einem gewissen Grad auf die Arbeit von Künstlern für visuelle Effekte zu verlassen. Doch der Grad der Abhängigkeit hat im modernen Zeitalter ein Ausmaß erreicht, das nur schwer zu verstehen ist, wenn man das Originalmaterial nicht mit eigenen Augen sieht. Christopher Nolan ist dafür bekannt, dass er bei den Effekten so oft wie möglich einen praktischen Ansatz wählt. Doch selbst er greift von Zeit zu Zeit auf das VFX-Team zurück. Dan Glass, Co-Supervisor für die visuellen Effekte, verriet, dass der Film fast 600 Effektaufnahmen umfasste. Eine der größten Herausforderungen für Glass und seinen Partner Yannick Searce war es, das Batmobil überzeugend aussehen zu lassen, was sie durch eine Mischung aus Trickaufnahmen und Miniaturen erreichten. Die Miniaturen, die sie geschaffen haben, waren eigentlich gar nicht so klein. Sie haben ein Batmobil im Maßstab von 3/4 und 5 Fuß gebaut. Glass erklärte: "Das Wichtigste bei Miniaturen ist der Maßstab und Yannick hat sich sehr dafür eingesetzt, große Miniaturen zu verwenden. Einige waren über einen Meter groß." Das im Vereinigten Königreich ansässige Visual Effects House Double Negative hat die Hälfte der 600 Effektaufnahmen im Film realisiert und wurde für seine Arbeit bei den Visual Effects Society Awards nominiert. So what do you think? Does it come in black? Keanu Reeves' Beziehung zur Hollywood-Presse war schon immer eine Hassliebe. Konstantin aus dem Jahre 2005 war einer der Hassmomente, als die Mehrheit der Filmkritiker den übernatürlichen DC-Film verrissen. Nach Aussage von Dick Ferrand, Mitbegründer von HedgeFX und leitender Matt Painter, litt der Film unter einer grundlegenden Änderung tief in der Produktion. Er erklärte: "Wir begannen mit der Arbeit an Konstantin im April 2004. Ursprünglich war die Auslieferung für Ende Juli vorgesehen. Mitte Juli, als wir die letzten Kompositionen fertigstellten, gab es jedoch eine drastische Richtungsänderung, die dazu führte, dass wir eine neue Konzeptphase einleiteten. Die Fans von Green Lantern machten sich mehrmals Sorgen um die Verfilmung, als sie entdeckten, dass Hal Jordans Anzug komplett aus CGI bestehen sollte, damit die VFX-Teams eine gewisse Flexibilität beim Design haben würden. Ryan Reynolds trug einen Trainingsanzug und alle Effekte wurden erst nach den Dreharbeiten hinzugefügt." Am Ende war der Anzug an sich passabel, doch die unnatürlich wirkende Maske ruinierte den Gesamteffekt. Während viele Leute auf die minderwertigen CGI hinwiesen, machte Reynolds das Drehbuch für die Schwächen des Films verantwortlich und verriet, dass es noch nicht einmal geschrieben war, als er für die Hauptrolle unterschrieb. Gegenüber Yahoo sagte er: "Als wir Green Lantern drehten, hatte niemand, der für die Rolle von Green Lantern vorsprach, die Möglichkeit, das Drehbuch zu lesen, denn das Drehbuch gab es nicht." Die meisten Zuschauer reagierten schließlich genau so. Ah, Green! 3 Jahre nach seinem Debüt als Man of Steel war Henry Cavill zurück im roten Umhang und trat gegen Ben Afflecks Batman an. Nach Angaben des VFX-Supervisors von Scanline, Brian Herota, kam Regisseur Zack Snyder zu ihm mit einer Idee für eine Montage, die zeigt, wie Superman Menschen auf der ganzen Welt rettet und die er mit Nachrichtensendern zusammenschneiden wollte, die darüber diskutierten, ob der Kryptonier auf der Erde willkommen ist oder nicht. Henry Cavill wurde digital in zahlreiche gefährliche Situationen und Naturkatastrophen versetzt, darunter auch eine riesige Überschwemmung. Das fertige Produkt sieht zwar ziemlich überzeugend aus, wurde jedoch auf einem asphaltierten Hinterhof in Michigan gedreht. Herota erzählte gegenüber Art of VFX: "In der Nachbearbeitung haben wir unsere Flowline-Software verwendet, um den Fluss und das Geröll zu simulieren, das um die Häuser herumfließt. Wir haben die Umgebung mit zusätzlichen Häusern, Bäumen und entfernten Bergketten erweitert. Danach war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Superman ins Spiel kam und schon war die Flutkatastrophe da." Obwohl der Film bei den Kritikern durchfiel, spielte das Anti-Helden-Ensemble Suicide Squad von DC eine Menge Geld ein. In den Film flossen eine Menge visueller Effekte ein, so viel, dass die Last auf 17 verschiedene VFX-Häuser aufgeteilt werden musste. Eine dieser Firmen war MPC, die unter anderem für die Kampfszene im Aufzug von Harley Quinn verantwortlich war. MPC Visual Effects Supervisor Seth Murray erzählte gegenüber Art of VFX: "Es wurden Aufnahmen von Harley gemacht, wie sie mit einem Practical Actor kämpft. Unser Ziel war es, die Köpfe dieser Practical Actors so zu ersetzen, dass die Augen am Kopf lebendig waren und bei jeder Aufnahme blinzelten und dass der Kopf atmete und pulsierte." Murray verriet, dass sein Lieblingsteil der Sequenz das Hochjagen dieser Köpfe war, von denen jeder einzelne bis ins kleinste Detail einzigartig war. Das DC Extended Universe hat mit Wonder Woman frischen Wind bekommen. Der Film sah einfach nur großartig aus, was nicht zuletzt der Arbeit von Effektfirmen wie MPC zu verdanken ist, die rund 500 visuelle Effekte beisteuerten.
Unter der Leitung von VFX-Supervisor Jessica Norman war das NPC-Team an der epischen Strandschlacht, der Sequenz im Niemandsland und mehreren anderen Action-Sequenzen beteiligt. Die Website des Unternehmens verrät: Die Strandschlachtsequenz wurde an der Westküste Italiens an zwei Stränden gedreht. Die Environment Artists von NPC erweiterten den Strand und fügten Klippenkulissen hinzu. Die Klippen und Inseln wurden von NPCs Beleuchtungsteam beleuchtet und gerendert. NPC entwickelte auch, ich zitiere, neue Steuerungen für Haarsimulation, um die Form und den Stil von Wonder Womans Haar in diesen actiongeladenen Szenen zu erhalten. Es gab eine Zeit, in der das Haar eines Schauspielers allein in der Verantwortung des Make-ups lag. Doch im Zeitalter von Superhelden-Blockbustern wird jede einzelne Strähne von der Abteilung für visuelle Effekte unter die Lupe genommen. Auch wenn er nicht an den Standard von Wonder Woman heranreichte, schnitt Justice League bei den Kritikern doch besser ab als die ersten drei Filme der Reihe. Der Film schien zum Scheitern verurteilt, nachdem Zack Snyder das Projekt vor Abschluss der Dreharbeiten verlassen hatte. Marvel-Urgestein Joss Whedon sprang ein, um den Film fertigzustellen. Doch das Ergebnis war ein Mischmasch aus verschiedenen Stilen, der nicht so gut funktionierte, wie Warner Bros. Sich das vielleicht vorgestellt hatte. Die visuellen Effekte des Films sorgten für viel Gesprächsstoff, vor allem als bekannt wurde, dass Warner Bros. Gezwungen war, ein Schnurrbart digital zu entfernen, den sich Henry Cavill für Mission Impossible Fallout hätte wachsen lassen, weil Paramount ihn für die Nachdrehs zu Justice League nicht rasieren lassen wollte. It comes and goes. Einige der CGI auf Cavills Oberlippe waren geradezu furchtbar, wobei sein Mund in den ersten Momenten des Films besonders deformiert aussah. Ein ungenannter Justice League VFX-Künstler sagte dazu, er hätte intern nicht genehmigt werden dürfen, geschweige denn, dass er es in den Film geschafft hätte. Nun, ihr wisst ja, was man über Schnurrbärte sagt. Easy to lose, if you dig around, it's usually close by.